Ja, herzlich willkommen zum fünften Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Ich werde mich heute überraschen lassen, mit welcher Rolle ich spielen darf und mit welchem Charakter. In der letzten Folge haben wir uns mit Marcus auseinandergesetzt und hatten eine sehr konträre Lage im Vergleich zu Kara. Und ich bin sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Eigentlich wäre Connor an der Reihe. Es ist Connor mit seinem Signature Move. Die Krawatte, auch das identisch zum ersten Auftritt. Betritt eine Bar, in der Androiden nicht erlaubt sind. Also auch hier wieder das typische Diskriminierungspotenzial, wenn man denn von Diskriminierung sprechen mag. Warum geht das nicht? Das war doch bisher problemlos möglich. So, jetzt darf man sich zweimal fragen, wie das gelingt. Das war schon in der ersten Sequenz zu sehen, dass der Androide aufgrund der biometrischen Daten die Profile abruft. Dahinter steckt eine recht komplexes Verständnis von Wissenssystemen und vor allen Dingen Datenbanken, die diese personenbezogenen Daten ausgeben. Aber Hinterköpfe kann man offenbar nicht erkennen. Häusliche Gewalt. Das ist Anderson. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott. Also, wenn es als Wortwitz gemeint war, dann war der sehr, sehr gut. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Der gleichzeitig natürlich die Position und Lage von beiden transzendiert. Sie spielen auf einer Ebene. Aber es fällt mir schwer, sich jetzt wie ich mich entscheiden soll. Was sagen Sie? Barkeeper? Nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Sagtest du Tötungsdelikt? Im Gegensatz zu den anderen Androiden sieht Connor aus wie das personifizierte Fragezeichen. Also was die Gestik und die Mimik angeht. Oh.
Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. So, ein Entscheidungsdilemma, das eine KI nicht lösen kann. Und wie man hier als Mensch der KI abnimmt, wodurch sie menschlich wird. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von bleib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen. Der Polizist selbst, der da gerade stand, war ein Android. Du fasst nichts an und du stehst mir nicht den Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Den Nachbarn der Vermieter an. Sein Mieter... Er war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Ja. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen. 3 Wochen. Und der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren... Okay. Verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Anruf? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. So, jetzt schauen wir mal alle Beweise in Ruhe durch. Ich war jetzt einfach zu aufgeregt und habe die Dialogsequenz immer unterbrochen. Entschuldigung dafür. Aber ich möchte echt wissen, was hier passiert ist. Wir haben also einen Mordopfer, Ortiz, der einen Androiden hatte. Das Haus ist tatsächlich verschlossen und niemand hat den Androiden gesehen. Ja, hier haben wir das letzte Puzzle. Offiziell Sex mit Androiden ist besser. Dass das kommt, war erwartbar. Hier die latente Sicherheitsbedrohung durch Androiden mit dem dahinterstehenden CyberLife als Unternehmen. So. Was ist da? Ah. Da haben wir von dem Eden Club haben wir vorne die Karte gesehen. Die Kontaktkarte. Ja, mal sehen, was das noch gibt. Was kann ich jetzt hier entdecken? Keine Ahnung. Ah. Da ist das Messer entnommen worden. Da liegt ein Schläger. Thank you.
offenbar mit Fingerabdrücken von Ortiz. Okay. Also Ortiz hat den Schläger genutzt. Und hat damit geschlagen. Wir können hier was rekonstruieren, dann tun wir das doch mal. Ah, hier wird er getroffen. Und da ist der Android mit dem Messer. Okay. Also der Android ist schwer getroffen worden. Analysieren wir das? Okay. Emotionaler Schock. Wie ist das möglich bei einer KI? Auch hier wieder ganz klar, dass der Entwickler durch eine Setzung mit einem einfachen Adjektiv ganz klar die Wahrnehmung des Spielers bestimmt. Und man neigt dazu, schnell zu überlesen. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das nur das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ah, das war ein interessanter Dialog. Also offensichtlich hat Anderson gerade Schrift entdeckt, die sehr, sehr sauber geschrieben ist. Das schauen wir uns gleich nochmal an, wo er steht. Das ist sicherlich markiert als Beweis. Red Ice. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Das hatten wir schon. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Ich weiß nicht, was ich hier besonders sehen soll. Na, sei es drum. Nee, es wird nicht besser. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Werfen noch einen Blick in den Schrank. Das mache ich ja immer äußerst ungern. Türen öffnen, ohne zu sehen, was dahinter ist in solchen Szenarien. Okay. Dann bleibt noch die Leiche selbst und große Güte. 28 Messerstiche. Da hat tatsächlich die Programmroutine des Androiden ausgesetzt, wenn es denn der Androide war. Okay. Also auch kein Kind von Traurigkeit, der Herr Ortiz, aber das ist tatsächlich eine Attacke gewesen, die besonders ist. Also. Gut, da trifft ihn der Android tödlich. Er verfolgt ihn hier. Sie kommen aus der Küche. Das war das Blut, was wir an der Tür gesehen haben. Der Android sticht ihn kalt, indem er ihm nachgeht. Also das ist schon eine Skizzierung hier eines Verhaltens, das man als menschliche Handlung konzeptualisieren könnte. Hier sieht man auch das emotionale Einstechen auf das Opfer. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Und jetzt bleibt noch das Letzte. Da. Da ist die Schrift. I am alive. Also,
anders kann man ein Statement nicht platzieren. Wir schauen uns das mal genauer an, was hier noch so auf uns zukommt. Makellose Majuskeln. Ja, natürlich in der Cyberlife Sans. Großartig. Also, diesen Schriftzug hat ein Androide hinterlassen, der ähnlich wie Daniel am Leben ist. Und triumphiert, also siegt. Also das ist ein Hinweis darauf, auf die Gefahr, die von den Androiden, die sich nicht mehr als Assistenten begreifen, auszugehen scheint. Moment, ich muss kurz was schauen. So. Schauen wir weiter. Jetzt erstatten wir Anderson Bericht. Na, mal sehen. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Was soll ich jetzt schon wählen? Moment, Moment, Moment. Das Opfer stach auf den Androiden. Nein, das war falsch. Das würde ich nicht sagen. Die Beweise sagen da etwas anderes. Das war doch die zweite Option. Der Android stach auf das Opfer ein. Genau. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Da habe ich jetzt was gehabt. Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer? Ins Wohnzimmer. Okay, aber wir haben über die zentralen Lexeme. Der Android verteidigte sich. Und er verstößt damit natürlich gegen die Robotergesetze. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Freilich. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Also das lebende Forensiktool, wenn man denn lebend sagen dürfte. Okay, da haben wir Spuren auf dem Boden. Führen, aber auch hier hinter in diesen hinteren Bereich systematisch wird auch hier wieder vom Abweichler gesprochen. Hier stand offenbar eine Leiter. Hier haben wir das gelbe LED wieder gesehen, also das Signal für Warnung. Vielleicht auch für, es geschieht etwas Unerwartetes, Überraschendes.
Okay. Also der Abweichler hat offensichtlich da oben diese Luke mit der Hand berührt. Vielleicht ist er noch oben. Ich schaue trotzdem nochmal schnell hier hinter in die Dusche. Was? Zwanghaftes Schreiben. RA. RA5. RA9. 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 Wer oder was ist RA9? Auch das wiederum Schrift als Zeichen, als Aufschrift, spielt hier eine zentrale Rolle. Und vor allen Dingen steht sie hier in einem Zusammenhang mit einem rituellen, formelhaften Gebrauch. Zwanghaft nennt das Spiel ist es. Hier, die Figur könnte eine religiöse Opferstatue sein, wer weiß das schon. Aber einer der zentralen Anwendungsbereiche für Schrift, ritueller Gebrauch, RA9. Das versuche ich mir mal zu merken bei meinem Gedächtnis. Ich hoffe, mir gelingt es. Ah, hier ist noch eine Hintertür. Verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay. Mit anderen Worten... Er ist noch im Haus. Ah, das Fenster an der Spüle. Er hat versucht, da rauszukommen, was ihm nicht gelungen ist. Hey, oder was hey, er nicht weiter verfolgt hat. Wer weiß das schon? Ich will etwas überprüfen. Okay. Mit dem Stuhl können wir jetzt nach oben steigen. Dann überprüf mal schön. Eine sprachliche Strategie wird an Anders noch deutlich. Er spricht von Connor als einer Sache, also mit sächlichem Geschlecht. Und konzeptuell von im Sinne von das Ding. Dann überprüft mal schon. Okay, durchsuche den Dachboden. Ich bin für sowas echt nicht gemacht. Zum Glück habe ich keinen Puls mehr angeschlossen. Gut, das war erwartbar. Eine Puppe, die hier steht und schlecht ausgeleuchtet ist. Ich müsste doch aber noch das Blut sehen. Wo ist denn das Blut? Ah, da. Also aus faktisch im hinteren Bereich dieses Bodens gewesen. Schauen wir mal. Okay. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn sich jetzt hier ein Kampf entwickelt? Habe ich die Waffe noch? Ach, ich habe die gar nicht genommen, die Waffe. Ja, hoffentlich hat das keine Konsequenzen im Spiel. Er ist immer noch im Angriffsmodus. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verteidigen, umbringen, Angst ums Überleben. Er bittet jemanden. Was ist denn da oben los?
Also hier werden ganz zentrale menschliche Konzepte angesprochen, auch in der Kommunikation. Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier rein! Und Connor hat gar keine andere Wahl, als ihn zu melden. Und damit, denke ich, Ende dieses Kapitel. Ja, Connor wird also hier seiner Rolle gerecht, der wir auch schon folgen durften im Tutorial. Das heißt, er spürt Abweichler auf, vermittelt, verhandelt und unterstützt Polizeiarbeit. Wird dabei natürlich aber von einem Unternehmen gelenkt, CyberLife, das alle Androiden herstellt. Sprich, er ist nicht zwingend unparteiisch. Das Ganze in Kombination mit dem eben gelesenen Newspaper darüber, dass Androiden Daten sammeln und natürlich zu CyberLife schicken, wird CyberLife höchstwahrscheinlich als Unternehmen von jedem einzelnen Schritt, den Connor macht, unterrichtet. Das wiederum heißt, dass sie natürlich massiven Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen können oder hier auch auf Ermittlungsverfahren. Es wäre ein leichtes gewesen, den Androiden zum Beispiel auch nicht zu entdecken und zu einem späteren Zeitpunkt die Daten sicherzustellen. Das scheint aber hier nicht keine Handlungsoption hier gewesen zu sein. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass CyberLife bestens unterrichtet gewesen sein könnte über die Vorgänge im Haus. Wenn dem so ist, dann muss man die Frage stellen, woher Connor tatsächlich seine Anweisungen hat. Er sagt es nirgendwo explizit, sondern er sagt nur, er habe sie. Und er ist just immer am Tatort, sobald die Polizei ermittelt. Und es kann durchaus sein, dass CyberLife abwartet, bis es genau soweit ist. Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass einfache Polizeiandroiden, würde ich sie jetzt mal nennen, zum Beispiel an der Absperrung stehen zu Ortiz' Haus und auch die natürlich wiederum in Verbindung stehen zu CyberLife. Schlussendlich glaube ich jetzt nach dem Let's Play, dass sich der Android im Haus verschanzt hat, also nie nach draußen kommen wollte, sondern tatsächlich im Haus sich versteckte, was die Frage nicht klärt, weshalb es überhaupt zu diesem Zwischenfall kam, zu diesem emotionalen Schock, wie das Spiel das nennt. Möglicherweise hängt das mit dem Eden Club zusammen, also diesen zwei Hinweisen, die in Ortiz' Haus lagen. Möglicherweise hängt es aber auch zusammen mit der Dusche. Denn es ist nicht klar, wer tatsächlich die Wand beschrieben hat mit der Kennung RA9. Das kann sowohl der Android gewesen sein. Dann ist es vielleicht sowas wie eine Fehlermeldung in einem seiner Software. Also das heißt, dass das, was als Fehler der Software beschrieben wird, zu einer solchen Fehlermeldung führt, die ihn menschlich werden lässt. Es ist aber auch denkbar, dass Ortiz dafür verantwortlich ist. Das lässt sich jetzt im Moment noch nicht genau klären. Interessanter finde ich, wenn es der Android war, der damit entweder auf eine wie auch immer geartete Entität hinweist, einen Softwarefehler protokolliert oder irgendeine andere konzeptuelle Verbindung zu CyberLife markieren möchte. Das wird hoffentlich das Spiel noch zeigen, lässt sich im Moment aber überhaupt nicht klären. Ja, an und für sich eine sehr, sehr spannende Mission und wir haben jetzt also drei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die hier aufeinandertreffen. Ich bin gespannt, wie diese Charaktere sich weiterentwickeln und hoffe, sie sind beim sechsten Teil des Let's Plays dabei und ich weiß noch nicht, welcher Charakter hier seine Story fortsetzt. Also bis zum nächsten Mal.